Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve Together mit den zwei Survival Profis und zwar dem Frame. Hi. Und mir, dem Blaze. Genau. Eigentlich müsst ihr im Moment eher sagen, der Kacke-Sammler. Oh Gott, ich hab den. Ach du. Ich hab den Wald angezündet. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Kohle. Dürfen wir aber so langsam mal wieder ein bisschen was anpflanzen. Ach, ich bin ja nicht zu Hause, ich bin ach so weit weg gerade. Wald. Ach so, ja dann. Aber der ganze Wald brennt einfach und der ist riesengroß. Oh, ich kann mir noch ein Campfire machen, denn ich würd hier noch ein bisschen gern hier unten campieren bei den Büffeln hier. Denn desto weniger ich quasi. Rutsch doch mal. Desto mehr ich jetzt mitnehmen kann, desto besser. Seed sollte ich auch mitnehmen, ganz wichtig. Und das ganze Gras auf alle Fälle hier. Oh, shit. Okay. Was hast du jetzt wieder gemacht? Also ein Spike. Was ist das denn? Sind das Zombieschweine? Ja. Nicht sterben. Oh Gott, was ist das denn? Die sehen echt aus wie Zombieschweine. Die sind so Stachelbäume und sowas. Ja, die fighten auch gerne gegen normale Schweine. Ah, okay. Und die Nächte werden auch wieder länger, habe ich gesehen. Und ich habe keine Axt mehr. Wie viel Holz habe ich jetzt noch? 6 Stück. Ja, das sollte noch ein bisschen reichen. Na, ihr Büffel. Sag mal, kannst du mir mal ein bisschen Abführmittel oder so bringen? Gern. Ich habe gerade so ein ganz komisches Bild im Kopf. So ein Buffalo, wo hinten, wie aus Castle Crashers, aus dem Reh so eine Fontäne rauskommt, ne? Und das Ding über den Bildschirmrand fetzt. Oh Gott, ich habe nichts gesagt. Ach du Scheiße, ich habe noch 8 Hunger. Aufpassen, bitte. Dann müssen kurz die Bären herhalten, ne? Ich bin froh, dass ich gerade Licht mache, dann kann ich auch nach Hause laufen. So, dann werden wir hier mal ein bisschen Feuer machen. Also ich habe jetzt schon 15 Kacker. Okay. Das heißt, ich kann mir die Basic Farm. Moment, es gibt noch eine bessere Farm, wenn ich mich doch nicht täusche. Oder ist das die Basic Farm? Also wenn ich jetzt noch 5 Kacke finde, könnten wir 5 so Farmen machen. Ja. Und dafür brauchen wir auch 40 Gras insgesamt. Ach du Scheiße. Okay. Nein. So. Auch wenn mir das jetzt wehtut, nochmal hier die Beeren zu verschwenden. Okay. Alter, ich bin so weit weg von zu Hause. Ja, frag mal. Wenn ich dir sage, ne, dass diese Beefalos, ne, nicht mal so weit von zu Hause weg sind. Du weißt doch noch, wo die Schweine waren, ne? Ja. Direkt rechts davon, da ist zwar ein Wasser dazwischen, aber direkt rechts davon waren die Beefalos. Oh, okay. Also, Meteoriten wieder. Naja, solange sie zu Hause ist. Oh, doch, relativ nah dran. Nicht schön. Oh Gott, ist es glaube ich so. Ja, es ist zu Hause. Gibt es hier nicht so eine Meteoriten-Laser-Abwehrkanone in Don't Starve? Genau. So. Wahrscheinlich. Der Kackesucher vom Dienst. Kommt, es ist morgen. Morgendlicher Stuhlgang, bitte. Oh Mann, mein Hirn ist so kaputt. Ich bin bei 40. Oh. Das ist natürlich nicht viel. So, 3 Kacke hätte ich noch gerne. Dann verziehe ich mich auch hier wieder. Also Glück macht das Drying Rack Zeug da. Bisschen was wieder. No. Da müssten eh wieder 2 fertig gewesen sein, oder? Einen kann ich wieder hinhängen. Ne, so 2. Perfekt. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so langsam wird's, ne? Vor was es mir natürlich extrem graut, ist der Winter, ne? Eigentlich müssten wir jetzt schon irgendwie Klamotten für den Winter oder so farmen. Mhm. Aber da gucken wir einfach. So, dann haben wir da hier 70 Gras dabei, okay. So, habt ihr schon wieder, ich brauche noch 3 Kacke, bitteschön. Da ist noch eine. Da ist noch eine, okay, ich komme jetzt gleich mit 20 mal Kacke nach Hause.
Also keine Bedenken hier, ne, wenn ich ein bisschen stinke. Nee, keine Sorge. Und ich komme mit 17 Bären nach Hause. Das heißt, wenn irgendwann mal die Morselfallen wieder voll sind, wäre super, dass wir hier ein paar mehr Meatballs machen können. Mhm. So, mal kurz auf die Map gucken. Ich muss ja einfach nur hier schräg rüberlaufen, ne? Ja, genau, den Weg entlang. Okay. Aber zumindest wissen wir jetzt schon mal, wo Kacke zu finden ist. Ja. Das hilft schon mal. Weil dann haben wir nämlich hier auch ein bisschen, ich nenne es mal, Essenseinkommen über die Farmen. Ja, wir können doch schon wieder beleben. Mit einem Telltale-Hard, geht das nicht? Oder? Keine Ahnung, ich muss mich jetzt erstmal rasieren nochmal und dann kann ich hier, wenn wir dann 4 Fleisch haben, kann ich dann quasi dieses komische Ding aufstellen. Kann man da nicht sogar, warte mal, das interessiert mich jetzt. Wir hatten doch irgendwo noch das. Ja, wir können wieder. Hatten wir also irgendwo noch Monsterfleisch oder so? Nee, das ist verrottet. Scheiße. So, was ich jetzt bauen möchte, ich wollte jetzt mal gucken. Food. Improved Farm. Da brauchen wir doch mehr Scheiße. So, dann brauche ich Steine. Ach du Scheiße, Was denn? Krieg Schaden durch Hunger. Haben wir noch irgendwo Fleisch oder so? Nee. Ich wollte gerade mal durch die Morselfallen gucken. Ach du Scheiße, ich denke mir, warum kriegen die jetzt Schaden, ne? Gar nicht umrafft. Nicht so gut. Nee. Mal kurz hier das Gras hinschmeißen. Oh, besser. So. Food. Eine Improved Farm, bitteschön. Zack. Dann brauchen wir darauf einen Seed, bitteschön. Pflanzen. Und einmal fertilizen mit Scheiße. Wobei eigentlich müssten wir, haben wir noch irgendwo das die verrotteten Blumen? Haben wir wahrscheinlich auch keine mehr, ne? Doch, doch. Bei unserem Monsterfleisch verrottet ist. Ah, okay. Denn ich sollte eigentlich lieber die zum Düngen hernehmen, als die Scheiße, die ich zum Bauen brauche. Ja. So, noch eine Improved Farm, bitte. Oh. Und wieder Nacht. Oh Gott. So, einmal Seeds hier drauf und einmal Fertilizer. Haben wir noch Holz? Also ich habe noch 4. War noch 4. So, kann ich nicht noch eine Improved Farm bauen? Jo, eine geht noch. So, zack. Einmal Fertilizer. Gut. Das heißt eigentlich, ich darf gleich wieder Scheiße farmen gehen. Ja. Aber vorerst werden wir hier Food, Drying Rack, brauchen wir 3 Seile. Kohle haben wir auch noch gehabt, glaube ich. Oh ja, ich habe Charcoal. So, den Rasierer einmal da lassen. Pockets sind voll. 3 Seile pro Dings. Dann machen wir mal. Ich habe keinen Platz mehr. Mhm. So. So, mir geht's halt halbwegs gut wieder. Ich mache noch gerade einen Meatball. Survival, nee, Food. So, mehr Seile.
Food! Die Balls sind fertig. Jo, hol ich mir gleich. Ich bin eh schon wieder auf 15 Hunger runter. Mmm, lecker! Lecker! Lecker Schmecker! So, ist schon wieder Nacht. Oh Gott. So, dann einmal hier Kochtopf. Machen wir uns nochmal hier aus 4 Beeren. Das ist zwar Verschwendung, aber egal. Was zu essen, dass ich auch mal wieder ein bisschen voller werde. Und dann würde ich gerne noch die anderen Beerenbüsche pflanzen, die ich mitgebracht habe. Mhm. So. Hunger auf 109, Leben auf 40. Ich packe mal hier noch ein bisschen Fuel rein. So, und ich kann mir doch, wenn ich mich nicht täusche, Food... Scheiße, das passt hier nicht mehr hin. Muss ich kurz warten, bis es Nacht wird. Bis es Tag wird. Oh Gott. Bin auch schon verwirrt. Da da da. Komm, lass es Tag werden. Huch, was ist. So, Ich bin bei 48 hier. 193. Vielleicht sollten wir mal da runter gehen, wo ich war. Ist das schon fertig? Nee. Ja, lass mal runtergehen, weil... Vielleicht sind da ein paar Blumen, die du quasi pflücken kannst oder so. So. Hm. Also wir haben jetzt 2, 4, 6 Drying Racks. Essen dürfte derweil passen. Die Beeren werden schon nicht kaputt gehen in meiner Tasche. So, das heißt jetzt quasi hier so ein bisschen schräg nach unten, genau. Hm? Den Weg entlang. Den und dann Weg, geht auf dem ja. Weg irgendwann mal rechts eine Abzweigung weg. Oh, mein Inventar ist so proppenvoll, ich hätte was zu Hause lassen sollen. Ach halt, wir sind schon vorbei. Hier, hier. Das Ding. Ah, jetzt bei mir ist alles so richtig verschwommen. Die Leute, die das Video gucken, werden wahrscheinlich schon Augenschmerzen haben. So, hier ist, das sind eben unten die Beefalos und rechts von uns ist eine Grünfläche. Das heißt, vielleicht wären da ein paar Blumen oder so. Ich guck mal kurz zu den Beefalos runter. Weil so ein bisschen Kacke mitnehmen ist nie verkehrt. Drei Stück, okay. Da oben ist noch eine vierte. Du bist jetzt auch auf der grünen Fläche, ne? Ja, die ist ja nicht so groß. Frösche. Geh mal auf die untere. Ja, sie juckt gerade. Also hier sind Blumen bei mir. Okay, ja, ich komme. Also ich bin, wie gesagt, bei den ganzen Tümpeln. Schauen wir mal, ob der Frame mich findet. Ich bin direkt links von dem Wurmloch, wenn er da schon vorbeigelaufen ist. Ah, sehe das. Ja. Hier. Da war ein Blümchen, links von dir, genau. Da rechts von dem Tümpel sind auch noch Blümchen. Da müssen wir nur auf den Frosch aufpassen. Nein, nein, Frosch, nein. Meine Güte, sind hier viele von diesen Tümpeln. Jep. Die Frage ist natürlich, wenn du was craften würdest, ob da bei dir auch das Hirn wieder hochgeht. So, geht's hier unten noch weiter? Okay, das ist ja eine Minifläche, aber das Gras würde ich mir gerne noch mitnehmen. Jo. Weil wie gesagt, wir brauchen noch ganz viele neue Morselfallen. Um unsere Drying Racks da... Oh, hier sind ja noch mehr Beefalos! Ja, von dem habe ich gerade schon 2 mitgenommen. Ah, cool. So, da geht's nicht weiter. Und da kommen wir wieder. Wo kommen wir da hin? Ach, da waren wir noch. Da war ich noch nicht.
Nichts an Blumen oder sonst was, ne? Keine Zahnräder. Nee, Zahnräder wären mal toll. Ich glaube sogar, dass du die eventuell craften kannst. Müssen wir mal gucken. Nur so langsam würde ich gerne wieder in Richtung nach Hause gehen, ne? Ich habe keine Axt mehr dabei, kein Holz mehr. Also das heißt, Kämpfer ist nicht. Mhm. So, ich komme mal wieder zu den, also ich bin jetzt wieder bei den Tümpeln und gehe jetzt mal wieder so ein bisschen Richtung nach Hause. Ja, komme. Ja, bin auch gleich bei den Tümpeln. So. Kacke noch mitnehmen und jetzt wieder auf dem kleinen grauen Weg hier entlang. So, wir sind aber fertig mit der Folge. Okay. Wir wollen ja heute nicht wieder überziehen. Nee, nicht unbedingt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, ne? Genau, bis morgen. Tschüss.